Guten Morgen, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu einer neuen Folge von Klimaschutz Morgen. konkret online begrüße ich Sie heute im Namen der KRBW. Mein Name ist Beate Schade und an meiner Seite sitzt, nicht ganz, aber zumindest auf dem Bildschirm, Thomas Steidle. Der ist aus dem Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz. Und er wird Ihnen heute mal berichten und erzählen, was denn eine klimaneutrale Kommunalverwaltung bedeuten kann. Definition, Vorgehen, Werkzeuge. Er wird vor allem erstmal klären, was bedeutet Klimaneutralität? Was ist das mit dem Begriff? Was hat es damit auf sich? Und nachher wird er dann in einer kleinen Zwischenfragerunde, wird er auch noch schon auf Ihre Fragen eingehen können, die Sie im Chat natürlich stellen können parallel. Dann geht es in die Praxis. Wie kann man das umsetzen? Welche Werkzeuge gibt es dafür? Und schließlich kümmern wir uns natürlich um Ihre Fragen auch noch im Anschluss an den Vortrag. Sie dürfen die schon währenddessen stellen und wir schauen dann, ob wir alle beantworten können, hoffentlich. Ganz klar. Zum Abschluss gebe ich Ihnen dann noch einen Überblick über die kommenden Webinare in der Reihe Klimaschutz konkret online. Da wird es in der Hauptsache um das novellierte baden-württembergische Klimaschutzgesetz gehen. Sicher auch viele interessante Themen für Sie. Jetzt aber wünsche ich Ihnen einen interessanten Vortrag mit Thomas Steidle. Bitte schön. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Thema ist die klimaneutrale Kommunalverwaltung, Definition, Vorgehen, Tools. Und hier ist mein Weiterschaltknopf, genau. Zunächst mal, was ist der Inhalt von diesem kleinen Vortrag? Definition und dann Vorgehen und Tools, wie die Frau Schade schon gesagt hat. Zunächst der Bezug auf die Paris-Klimaschutzziele, 1,5 Grad. Und uns ist ja im Grunde genommen allen klar, dass wir eigentlich bis zum Jahr 2035, also zwischen 30 und 40 irgendwo, auf Netto Null kommen müssten. Wenn wir uns anschauen, was die Bundesregierung gerade so verabschiedet hat, ist das nicht unbedingt das, wohin wir laut dieser wissenschaftlichen Analyse kommen müssten. Wir haben also eine Differenz zwischen dem, was eigentlich dringend erforderlich ist und dem, was gesetzlich vorgeschlagen wurde. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Systemgrenzen sind, also welchen Bereich der Kommune wir eigentlich betrachten wollen. Wir betrachten die Kommunalverwaltung und es betrifft im Wesentlichen die Kernbilanz, also den Energieverbrauch der Liegenschaften, der Straßenbeleuchtung, der Wasser-Ver- und Entsorgung, der Kläranlagen, den Fuhrpark und auch Dienstgänge, Dienstreisen, die betrieblich erfolgen. Diese Daten sind oder sollten schon sehr gut verfügbar sein in Ihren Kommunen. Es ist auch so, dass die Bereitstellung von diesen Daten und die Erstellung eines Energiemanagements im neuen Klimaschutzgesetz auch zur Pflicht erhoben wurde. Bei der Verganskläranlage natürlich nehmen wir den Anteil, der die Kommune betrifft. Und bei den Dienstgängen und Dienstreisen, das sollte eigentlich aus Reisekostenabrechnungen verifizierbar und herausrechenbar sein. Dann gibt es einen anderen Bereich, da sagen wir, das ist schwierig zum Teil zu erheben. Wir wissen gar nicht so genau, was Dienstleistungen an CO2-Footprint haben werden. Manche Dinge haben nur einen kleinen Beitrag, deswegen sagen wir hier, diese Dinge könnten gerne freiwillig nachrichtlich aufgelistet werden von Ihnen und dann in die Bilanz eingehen. Hier dieser grün markierte Bereich, das sind Emissionen, die eigentlich in dem Corporate Carbon Footprint Scope 3 für Betriebe drinstehen. Und das ist auch das etwas mehr als in dem üblichen Bilanzierungsrahmen für die kommunale Bilanz, also für die Gesamtbilanz der Kommune drin steht. Also hier sind wir etwas in einer Abweichung von der bisherigen Bilanz für Kommunen. Aber wie gesagt, hier diesen Bereich eventuell nur nachträglich, weil schwierig zu erheben oder kleine Beiträge. Schauen wir uns an, wie wir nun diese Definition machen wollen für die Klima- oder nahezu klimaneutrale Kommunalverwaltung.
Wir machen so einen Kompromiss und sagen 90% Treibhausgasminderung bis spätestens 2040. Das ist die Mindestanforderung. Als Nebenbedingung sagen wir, wäre es sinnvoll, dass man den Wärmebedarf aller Liegenschaften kleiner als 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr anstrebt. Das gilt natürlich nicht für Denkmäler wo das, und Sonderbauten wie Bäder, wo das schwierig werden könnte. Kompensation, da gehe ich nachher noch drauf ein, sollte begrenzt werden auf maximal 10% bei der Zielerreichung. Und als Nebenbedingung auch, dass wir die Biomasse, die ja nicht wirklich in großen Mengen verfügbar ist oder in Unmengen angebaut werden kann, am effizientesten in Kraft-Wärme-Kopplung genutzt wird. Dann fragen Sie natürlich gleich, da gehe ich ein bisschen voraus in Ihren Fragen. Das ist wirklich nicht Paris-konform, aber es ist mehr als die Klimaschutzziele der Bundesregierung oder auch der Landesregierung gerade sind. Ich nehme an, dass das Ziel erreichbar ist für alle kommunalen Verwaltungen. Mehr ist auch denkbar mit großen Anstrengungen, wäre auch wünschenswert. Ich will aber Sie warnen davor, dass Sie unrealistische Ziele sich anstreben. Ich gehe noch darauf ein, wie wir das bilanzieren wollen. Da werden Sie sehen, dass es gar nicht so ganz einfach wird, dieses Ziel zu erreichen. Ich werde eine kleine frische Zwischenfrage stellen, Thomas, ja, wenn es erlaubt ist. Ja, bitte. Diese Definition, vielleicht sagst du es ja auch noch, aber woher kommt die denn eigentlich? Haben wir die in der KEA festgelegt oder ist das eine allgemeingültige? Kannst du da noch was zu sagen vielleicht? Ja, danke für die Zwischenfrage. Wir hatten dazu zwei Treffen, Workshops. Da waren beteiligt das Umweltministerium, das IFOI-Institut aus Heidelberg und eine Energieagentur aus Karlsruhe. Und da haben wir uns in zwei Runden unterhalten, wie das denn aussehen könnte und haben diese Definitionen so mal ausgearbeitet und die liegen jetzt bei den kommunalen Landesverbänden zum Kommentar. Ist auch schon weitgehend so abgestimmt dort. Kleine Details gibt es noch zu klären, da komme ich noch drauf nachher. Aber wie gesagt, das ist nicht unser eigenes ureigenstes Definition, sondern da wurde schon Abstimmungsprozesse in Gang gesetzt oder durchgeführt. Hier nochmal zum Thema Kompensation. Diese Kompensationsprojekte werden ja meistens in Schwellenländern angesetzt. Nun haben auch diese Schwellenländer in den nächsten Jahrzehnten, wo wir dann aktiv werden, natürlich müssen die auch eigene Klimaschutzziele erreichen. Und wenn wir da so viele von unseren Emissionen dorthin verlagern, müssen die ja ihre eigenen und unsere Klimaschutzziele erreichen. Das ist nicht denkbar. Und auch die wird es immer schwieriger werden, wirklich sinnvolle Ziele, sinnvolle Kompensationsprojekte zu finden in diesen Ländern. Deswegen sagen wir begrenzen den Anteil an der Zielerreichung auf 10%. Und wir erwarten, dass Sie hohe Standards ansetzen für diese Projekte, die Sie dann einkaufen. Sie müssen auf jeden Fall zusätzliche Einsparungen bringen. Ein Carbon Leakage soll vermieden werden. Das heißt, dass nicht Emissionen von hier, von Betrieben, die hier unter hohen Umweltstandards produzieren, in Länder verlegt werden, wo sie geringere Standards erfüllen müssen nur. Und natürlich muss auch vermieden werden, dass negative Effekte auf die Umwelt erzeugt werden durch diese Projekte. Sie können, wenn Sie mehr als 10% machen wollen und die Klimaschutzziele früher erreichen wollen, können Sie auch mehr tun. Kompensation ist ja tatsächlich auch in gewisser Weise eine Entwicklungshilfe. Also es ist nicht, wir wollen das begrenzen auf 10%, um ein Greenwashing zu vermeiden von diesen Zielen. Wie sieht nun der Bilanzierungsrahmen aus, den wir uns so vorgestellt haben? Zunächst wird also in diesem Kernbereich der Verwaltung, also die Energieverbrauch der Liegenschaften hier bilanziert, und zwar über die Jahre hinweg. Und dabei wird der Stromverbrauch, also den Strom, den die Verwaltung verbraucht, bewertet mit dem Strommix Deutschland. Das heißt, dort wird der Emissionsfaktor für den Strommix Deutschland angesetzt. Die
wenn wir uns anschauen, die Beteiligung der Stadt, also den Konzernstadt uns mal anschauen, dann hätten wir hier die Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Bäder, die würden wir separat in eigenen Bilanzzeilen hier aufführen und auch hier dann am Ende die Summe ziehen und pro Einwohner eine Kennzahl bilden. Bei den Stadtwerken schlagen wir vor, dass tatsächlich nur der eigene Energieverbrauch bewertet wird und nicht das, was die Stadtwerke an ihre Kunden abgeben. Also nur Verwaltungsaufgaben werden hier berücksichtigt, ohne Energielieferungen. Und wir hoffen, dass wir durch diese getrennte Bilanzierung von dem Kernbereich und den Teil, den Beteiligungen, etwas Transparenz herstellen und dass dann diese Kernbilanz doch eher vergleichbar ist zwischen gleichartigen Kommunen. Was machen wir mit den Kompensationsteilen? Da schlagen wir vor, dass die auf jeden Fall getrennt bilanziert werden, also nicht irgendwo in der Bilanz verschwinden, sondern hier ganz konkret dargestellt werden, dieser Bilanzzeile. Wie gesagt, begrenzt auf 10%. Und dass wir dann den Bezug von Strom, die eigene Stromerzeugung, auch getrennt hier aufführen in dieser Bilanz. Bei dem Strombezug würden wir ganz stark vorschlagen, dass wir nur neue Anlagen bilanzieren hier. Es macht keinen Sinn, dass wir alte, abgeschriebene Wasserkraftanlagen hier in die Bilanz reinbringen, die keinen neuen Impuls, keinen wirklich neuen Impuls für die Nutzung erneuerbarer Energien liefern, also nur neue Anlagen. Und bei den Dingen, wo wir selbst Strom erzeugen, mit den PV-Anlagen oder Beteiligungen an Windkraftanlagen, die Verwaltung so hat, auch nur den Anteil, den die Stadt selbst verbraucht. Es geht darum, dass die Doppelzählungen vermieden werden, dass in zwei getrennten Bilanzen dann in Erzeugerland die Emissionsminderung verbraten wird und dann nochmal bei uns. Außerdem ist es sinnvoll, dass wir nur den Anteil berücksichtigen, der über dem Strommix Deutschland liegt. Sie wissen ja, wir haben ungefähr über 40% Erneuerbare am Strommix in Deutschland. Wenn eine Kommune hier auf 30% kommt, 30% Anteil kommt, liegt sie ja unter dem Strommix. Liefert also wirklich keinen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz. Wir würden also sagen, nur wenn sie bei 50-60% liegen, würde der größere Anteil, also über 40%, dann angerechnet werden können. Das Ziel ist, dass wir strenge Regeln für die Bilanzierung einführen, dass wir ein Greenwashing vermeiden und damit auch vermeiden, dass wir uns einer Selbsttäuschung hingeben, dass wir irgendwo anders in der Welt Minderungen einkaufen und am Ende mit leeren Händen dastehen in 20 Jahren, wenn es dann darum geht, zusammenzuzählen, wo wir stehen. Soweit der Teil der Kompensation, der Regeln und der Definition. Wir hätten jetzt kurz Zeit, hier von Ihrer Seite Fragen zu beantworten. Ich steige gleich mal kurz ein. Also es kam eine Frage, das Basisjahr benennen. Ich kann das jetzt nicht genauer ausdrücken. Kannst du dazu was sagen? Ja, es ist gar nicht so wichtig, welches Basisjahr Sie ansetzen. Nehmen wir an, Sie fangen mit 12 Tonnen an. 90% Einsparung, kommen Sie auf 1,2 Tonnen. Wenn Sie mit 10 Tonnen anfangen, kommen Sie bei 90% Einsparung auf 1 Tonne. Also der Unterschied liegt bei 0,2 Tonnen oder 2% des Anfangs. Also es ist eigentlich egal, wo Sie anfangen. Wir schlagen vor, dass Sie mit einer guten Bilanz, wo Sie Zahlen haben, vielleicht 2010 beginnen. Die wenigsten Kommunen werden für 1990 Daten haben. Wie gesagt, es ist nicht erforderlich, bringt uns wirklich nicht weiter, wenn wir da zu genau drauf schauen. Mhm. Und die nächste Frage war, ob zu den Kompensationsleistungen auch die Einspeisung von PV-Strom ins Netz zählen würde. Nein, nur das, was man selbst verbraucht. Wir machen ja eine Bilanz für die Verwaltung und nicht für andere Dinge. Kann man alles argumentieren, kann man alles für gut und für schlecht halten. Es geht wirklich darum, dass wir eine vernünftige Definition finden, an die sich alle halten können und die dann auch durchgezogen wird, dass es auch vergleichbar bleibt am Ende.
Was passiert denn, wenn man das Ziel nicht erreichen kann? Ja, dann stehen wir ziemlich im Regen, würde ich sagen. Wir kommen jetzt nachher noch dazu, wenn man auf dem Weg zur klimaneutralen Verwaltung ist. Das sind dann die nächsten Folien, wird noch erläutert. Okay, gut. Und da steht dann da auch, wie die Regeln überprüft werden. Das war noch eine weitere Frage. Ja, ich kann es Genau. schon kurz vorgreifen. Wir wollen einen Zertifizierungskreis bilden, aber einen ganz einfachen. Diese dargestellten Bilanzierungsblätter sind recht einfach zu überprüfen, dass wir da sagen, das könnt ihr schicken an zum Beispiel IKEA. Wir führen dann ein kleines Register, wo dann drin steht, wo die Kommunen mit ihrem Beitrag stehen. Wir machen dort keinen riesigen großen Aufwand mit großen Beratern und großen Zertifizierungsrunden. Das soll ganz einfach und billig sein. Aber Zertifizierung wäre sinnvoll. Kannst du etwa einschätzen, wie hoch der regenerative Wärmeanteil aktuell in kommunalen Gebäuden in Baden-Württemberg ist? War auch eine Frage. Das kann ich so gar nicht genau sagen. Das wird etwas höher liegen. Nee, kann man so gar nicht sagen. Wir haben in Baden-Württemberg sehr hohe Anteile von Brennholz in den Feuerungen, auch in den privaten Haushalten. Wir gehen so, glaube ich, in eine Größenordnung von 20, 30% Anteil Erneuerbarer an der Wärmeerzeugung aus. Also weit, weit entfernt davon, dass wir hier klimaneutral sind. Jetzt noch eine letzte Frage. Vielleicht möchtest du die ja nachher auch eher dann einbinden. Ich lese sie aber schon mal vor. Unsere Kommune kauft 100% Ökostrom. Wie gehe ich damit in der Bilanzierung um? Zählt das als Kompensation und muss ich in der Bilanzierungsvorschrift trotzdem den CO2-Emissionsfaktor für den Strommix ansetzen? Das ist genau unser Vorschlag, dass Sie zunächst die Bilanz bilden mit dem Strommix Deutschland und dann schauen Sie sich Ihren eingekauften Ökostrom an. Ist das Wasserkraftstrom aus Österreich, aus alten Anlagen? Dann würde der nicht zählen nach unseren Regeln. Nur wenn Sie Strom einkaufen, bei dem ein Anteil aus neuen Anlagen kommt, Anlagen, die also jetzt neuer als, sage ich mal, 3, 4 Jahre sind, also wirklich einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz liefern. Diesen Anteil könnten Sie dann in die Bilanzzeile eintragen. Und wenn Sie dann über dem Deutschlandmix liegen, würde man diesen Anteil dann als eingesparte CO2-Emissionen anrechnen. Okay, gut, das war vorläufig die letzte Frage. Genau, vielen Dank für die Fragen erstmal. Sie sehen, es ist gar nicht so ganz einfach da, nicht in ein Greenwashing zu verfallen und sich an die Regeln zu halten. Kommen wir zu Vorgehen und Tools. Meist ja zunächst mal auf dem Weg zur klimaneutralen Kommunalverwaltung. Man hat ja meistens, ist noch relativ weit weg von den Zielen. Wenn man sich also als klimaneutrale Kommunalverwaltung nennen will, auf dem Weg dorthin, ist es wichtig, dass man diesen Minderungspfad ausgearbeitet hat. Und dass das Entscheidungsgremium, also der Gemeinderat, diesen Pfad verabschiedet hat. Und dass sie auf dem Weg dorthin diesen Pfad auch tatsächlich überwiegend einhalten. Man wird es nicht immer 100% einhalten können. Man wird auch mal 1, 2 Jahre haben, wo man mit einem Projekt in Verzug kommt. Und dann muss man eben da nacharbeiten. Wie gesagt, es wäre sinnvoll, dass Sie jedes Jahr einen Klimaschutzbericht machen. Wo stehen wir? Was haben wir erreicht? Was haben wir getan? Und diese Zertifizierung, die ich schon genannt habe, auf einfache Art, ohne großen Aufwand, alle 3 Jahre. Wichtig finde ich, dass Sie Maßnahmen benennen, wie Sie diesen Minderungspfad beschreiten wollen. Und dass Sie diese Aufgaben auch dann wirklich zugewiesen haben den betroffenen Ämtern, dass Sie wirklich einen Fahrplan haben, wie Sie vorankommen wollen. Wenn Sie vom Zielpfad mal abweichen und darüber liegen, wäre es vielleicht gut, dass Sie sich ein extra Budget dann beschaffen. Sie könnten sich da zum Beispiel anlehnen an die tatsächlichen Kosten, die die CO2-Emissionen verursachen. Das wären 180 Euro pro Tonne Treibhausgase. Das ist eine Zahl, die das Umweltbundesamt mal ausgerechnet hat.
Also bei Nicht-Zielerreichung oder Verlassen des Zielpfades ein extra Budget als Strafzahlung, sage ich mal so, sich selbst genehmigen. Kommen wir zu einem Toolset. Das ist hier, geht es um die eigenen Liegenschaften der Kommunen. Da gibt es dieses COM-EMS. Hier sehen Sie dann auch, ja, den kann man leider nicht sehen. Auf den Unterlagen ist hier dann ein Link eingebaut, wo Sie dann direkt den Weg finden zu dieser Webseite, Internetseite. In diesem Tool gibt es einmal einen Check, einen COM-EMS, also Energiemanagement-Check. Wo stehen wir in der Kommune? Und dann gibt es ein Tool, wo Sie sich Schritt für Schritt verbessern können und einen Prozess durchlaufen können, der Ihnen Qualitätssicherung liefert. Und es gibt natürlich Unterlagen und solche Dinge, die Sie hier auf dieser Webseite finden können. Dieser Prozess gliedert sich in 6 Themenfelder. Das sind hier 78 Prozessschritte. Sie werden Schritt für Schritt durchgeführt und können an vielen Teilen Ihres Energiemanagements dann feilen und eine hohe Qualität am Ende erreichen. In der kommunalen Richtlinie, Absatz 2.2 Energiemanagementsysteme, sehen Sie das hier für die Einführung und Umsetzung des Energiemanagements 45 Beratertage mit 50% gefördert werden. Im neuen Klimaschutz-Plus-Programm des Landes gibt es auch eine Förderung. Da geht es um eine Zertifizierung dieses Qualitätsstandards im COM-EMS, wo Sie 6 Beratertage gefördert bekommen können mit 75%. Hier sind auch noch die Links zu diesen Dingen hier, die in den Unterlagen, die wir verteilen können. Als PDF ist hier auch dann ein Link mit eingeblendet, den Sie benutzen können. Unabhängig davon, ob Sie diesen Weg wählen wollen mit dem COM-EMS, schlagen wir vor, dass Sie für Ihre Liegenschaften eine Energieleitlinie aufstellen. Das kann dann 4 Bestandteile haben, zum Beispiel Planungsanweisungen. Dort legen Sie fest, welche Gebäudestandards für Sanierung und Neubau Sie erreichen wollen und wie Sie erneuerbare Energien einsetzen wollen. Diese Planungsanweisungen können dann im Grunde genommen direkt an die beauftragten Firmen gehen, an Architekten und Bauunternehmen, die dann genau wissen, was will die Stadt, was wollen sie erreichen und an welche Standards wollen sie Angebote auch tatsächlich haben. Ein anderer Teil wäre dann Verhaltensregeln, zum Beispiel Raumtemperaturen festlegen, wie warm sind bei uns die Sporthallen, wie warm sind die Klassenräume. Dann gibt es darin einen Teil Betriebsanweisung. Wie fahren wir unsere haustechnischen Anlagen? Was tun wir dort, um energiesparsam zu arbeiten? Wie stellen wir die Regler ein? Und natürlich ein wichtiger Bestandteil besteht auch darin, dass Sie wissen, wer für was verantwortlich ist, also Zuständigkeitsregeln mitgeben für die Abarbeitung der vielen, vielen Aufgaben, die Sie haben. Diese Leitlinie finden Sie auf unserer Homepage unter dem Titel Energiemanagement-Systeme. Als nächsten Punkt. Fragen? Entschuldigung, ich würde. Ja, bitte. Jetzt. Ich würde gerne kurz zwischenfragen. Es hat jetzt jemand gefragt, ob die eben genannten Definitionen Ökostrom, Neuanlagenquote und so weiter, wie das angesetzt wird, ob das irgendwo nachzulesen ist. Ist das auch bei uns auf der Seite nachzulesen, Thomas? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn Sie schauen bei den Stromanbietern, die einen hohen Standard gewährleisten wollen, sind solche Standards definiert. Also Neuanlagenanteile sind durchaus in vielen Stromangeboten auch schon ausgewiesen, dass Sie sich daran orientieren können. Und natürlich, viele Angebote sind sehr pauschal, sagen wir liefern Ökostrom und das ist dann wirklich ein Greenwashing. Also schauen Sie genau drauf, auf das, was Sie einkaufen und verlangen Sie tatsächlich auch dann zu wissen, wie viele Neuanlagen tatsächlich dort drin stecken in diesem Qualitätsstrom. Ich hoffe, das ist damit ausreichend bearbeitet. Vielleicht können wir mal überlegen, dass wir da diese Definition auch aufs Netz stellen, auf unsere Webseite. Im Bereich Beschaffung hatten wir gesagt, es ist schwierig, wirklich festzustellen, welche Emissionsanteile durch Beschaffung entstehen.
Da gibt es nicht genügend Grunddaten dafür, Emissionsfaktoren, und es ist auch schwierig, die Mengen wirklich sicher festzustellen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie sich eine Beschaffungsrichtlinie geben. Schauen Sie nach, zum Beispiel beim Nachhaltigkeitsbüro der LUBW. Dort gibt es viele, viele Vorschläge, wie Sie hier vorgehen können. Es ist alles im Prinzip ausgearbeitet. Sie können sich da an bewährte Verfahren anhängen und Ihre Beschaffung klimaschutzmäßig ausrichten. Ein wichtiger Punkt, das hatte ich schon angedeutet, ist natürlich die Sanierung Ihrer öffentlichen Gebäude. Wir schlagen vor, dass Sie sich zunächst ein Grobkonzept für alle Gebäude machen, also alle Gebäude in ein gemeinsames Analyseraster hineinbringen, gewisse Dinge prüfen, wo sind die Schwachpunkte dieser Objekte, wo sind die größten Energieschleudern, und dass Sie anhand dieser Ausarbeitung, das sind ungefähr Kosten von 1.000 bis 2.000 Euro pro Objekt, sich dann wirklich sagen, wo sind unsere Prioritäten, wo fangen wir an mit der Sanierung, welchen Budgetbedarf haben wir dafür und in welchem Zeitrahmen können wir das umsetzen. Es geht darum, dass wir also die Sanierungsrate deutlich erhöhen. Hier in dem Bild ist da so eine vorgefertigte Fassade, die wird sozusagen industriell vorgefertigt und kann dann sehr schnell auf das vorbereitete Gebäude aufgebracht werden. Also so kann man schneller voranschreiten mit Sanierungen zum Beispiel. Neben diesen Sanierungen kann man natürlich im Bereich der Umrüstung der Wärmeversorgung auf Erneuerbare etwas schneller vorankommen, weil die Zyklen, der Erneuerungszyklen für die Wärmeerzeuger schneller sind, höher sind als bei der Sanierung. Wichtig ist, dass man aus diesem Budgetbedarf auch ein Budget generiert, dass man nicht jedes Jahr neu sagt, darüber streitet, wo kommt denn das Geld her, sondern dass Sie sich als Kommune wirklich festlegen, wir wollen über die nächsten Jahre ein Budget bereitstellen für die energetische Sanierung und die Erneuerung der Wärmeversorgung. Wenn Sie Alternativen betrachten, also wollen wir einen Gaskessel erneuern oder eine erneuerbare Energiequelle hineinnehmen, wollen wir 10, 12 oder 14 Zentimeter Dämmung haben, dass Sie die CO2-Kosten berücksichtigen und zwar etwas höher gehen als der CO2-Preis, der dann ja gelten soll. Der ist zu niedrig, um wirklich Maßnahmen anreizen zu können. Also setzen Sie sich selber hohe Kosten, zum Beispiel diese 180 Euro pro Tonne Treibhausgase, um die Alternativen bewerten zu können. Wenn Sie dieses Grobkonzept haben und diesen Zeitplan haben, dann können Sie drangehen, für jedes Gebäude einen detaillierten Sanierungsfahrplan zu erstellen. Also zwischen diesem Grobkonzept, da gibt es eine vereinfachte Datenaufnahme, dass es auch nicht so aufwendig wird, und im Sanierungsfahrplan dann eine detailliertere Aufnahme der Daten und Planung ins Detail hineingehend. Zu diesem Sanierungsfahrplan gibt es auch Checklisten. Und überlegen Sie sich, ob Sie die Finanzierung der Sanierung im Contracting machen wollen. Dafür gibt es auch einen Contracting-Check, der hier in diesen Links auch diese Dinge beinhaltet. Wichtig ist es für mich, dass dieser Zeitplan, den Sie sich aufstellen für die Sanierung der Gebäude, konsistent ist mit dem, was Sie als Ziel definiert haben. Und hier gibt es noch einen Hinweis auf die Förderungen für diese Fahrpläne für Nichtwohngebäude. Ich fürchte aber, dieses Förderregime ist nur noch bis zum Jahresende, das müsst ihr nochmal prüfen, zugänglich. Darf ich noch mal was zwischenfragen? Ja, gerne. Das sind ja jetzt sehr viele mögliche Maßnahmen und Vorhaben, die man haben kann in diesem Zusammenhang. Gibt es da irgendwie eine empfohlene Reihenfolge oder was ist am wichtigsten? Kann man das sagen? Das kann ich von meinem Ziel aus nicht so richtig sagen. Deswegen sage ich ja, machen Sie sich ein Grobkonzept, dass Sie wissen, wo die Prioritäten liegen. Da die größten Emissionsbeiträge eben aus dem Gebäudebereich kommen, bei der Wärmeversorgung ist das praktisch die höchste Priorität. Aber dass Sie dann innerhalb dieses Gebäudebestandes, den Sie ja haben, nochmal Prioritäten setzen, um Schritt für Schritt voranzukommen. Und vor allen Dingen ist auch die Aufgabe hier, integrale Sanierungen zu machen. Also wirklich
nicht mal da ein Fenster und dort eine Fassade, sondern wirklich ganz konsequent aufeinander aufbauend die Dinge in eine Reihenfolge bringen, dass sie sich ergänzen und möglichst viel, möglichst schnell Beitrag leisten zur Emissionsminderung. Beim Thema Mobilität gibt es auch erstaunlich viel zu tun, wie man als Kommunalverwaltung besser werden kann. Ich denke, die Erfahrungen, die wir jetzt haben mit der Corona-Pandemie, sind auch Anreiz zu sagen, wir könnten diese Homeoffice-Regeln oder die mobiles Arbeiten-Regelungen verlängern. Das spart natürlich viel Berufsverkehr. Auch das Thema weg vom Auto mit Jobtickets und Mitfahrzentrale ist nicht zu vernachlässigen. In Ihrem Fuhrpark werden weitgehend noch Benzin- oder Dieselgetriebene Fahrzeuge sich befinden. Überlegungen, ob man nicht schneller umsteigen kann auf ein Elektrofahrzeug im Carsharing, das also in den Zeiten, wo das nicht von der Verwaltung gebraucht wird, eben für die Bevölkerung als Carsharing-Fahrzeug genutzt werden kann. Ganz klar, im Laufe der Zeit muss man natürlich den Antriebsstrang umbauen in den Fahrzeugen und alternative Antriebe, Elektrofahrzeuge heißt das auf gut Deutsch, beschaffen. Sinnvoll ist es auch, wenn die Verkaufszahlen für E-Mobile auch im privaten Sektor hochgehen, dass sie auch für ihre Mitarbeiter E-Ladestationen in ausreichender Zahl bereitstellen, dass die mit E-Fahrzeugen kommen können und am Abend wieder losfahren können mit ihrem geladenen Fahrzeug. Das Thema E-Fahrrad als Dienstfahrzeug ist ja schon lange vorgeschlagen worden. Schaffen Sie für die Ankunft der Mitarbeiter mit dem Fahrrad Abstellmöglichkeiten. Und ein anderer Baustein wäre zum Beispiel eine Dienstreisenrichtlinie, wo Sie festlegen, in welcher Reihenfolge nehmen wir Bahn oder Fahrzeuge, Mietfahrzeuge und so weiter. Dass man da auch die letzten Einsparmöglichkeiten noch rausholt aus dem Bereich Mobilität für die Mitarbeiter. Wir haben hier auch wieder Links beigefügt, hier also eine Maßnahmenliste, die mehr ins Detail geht, Förderprogramme für die Punkte oder ein Leitfaden für die Mobilität, den Sie hier finden können auf diesen Internetseiten. Ein nächstes Instrument, das ist eine neue Internetseite, die wurde vom IFOI entwickelt. Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten. Da können Sie prüfen, ist das Projekt, das wir machen, klimarelevant? Und wie können wir die Klimaschutzaspekte in diesem Projekt berücksichtigen? Diese Seite wendet sich jetzt nicht primär nur an die Verwaltungsaufgaben, sondern eben auch an Projekte, die Sie im gesamten Bereich Klimaschutz haben. Also die Mitnahme der Bürgerprojekte, die Sie bei den Bürgern haben, Bebauungspläne und so weiter, können auch hier überprüft werden. Sind sie klimaschutzrelevant? Und was kann ich tun, um mehr Klimaschutz darin zu berücksichtigen? Um das alles durchzuziehen, müssen Sie natürlich logischerweise entsprechendes Personal haben. Das kann man nicht mehr mit der sowieso schon dünnen Personaldecke, die Sie ja haben, im Allgemeinen durchziehen. Der erste Schritt ist natürlich die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, wie er auch von der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes gefördert wird. Für kleine Kommunen würden wir hier vorschlagen, schauen Sie nach in Ihrer Nachbarschaft. Gibt es dort auch den Bedarf für eine Klimaschutzmanagerin? Und können wir das gemeinsam finanzieren? Weil eine Gesamtstelle für eine kleine Gemeinde ist vielleicht gar nicht erforderlich, aber 2, 3 Gemeinden können dann eine ganze Stelle finanzieren. Und auf dem Arbeitsmarkt sind diese Stellen viel leichter dann mit guten Leuten zu besetzen, als wenn sie nur halbe Stellen anbieten können. Neu im Klimaschutz Plus des Landes wird gefördert Fachpersonal für die klimaneutrale Verwaltung. Also nur für den Bereich Verwaltung. Fachpersonal können Sie einstellen. Das sind bestimmte Bedingungen, die noch genannt werden im Klimaschutz Plus Förderprogramm. 65% Förderung für das Personal und 55% Förderung für externe Beratung.
bauen Sie sich innerhalb der Verwaltung ein Energieteam auf. Das Energie- und Klimaschutzthema ist nicht bei irgendeiner Person, der macht das dann halt, unterzubringen, sozusagen als Alibi, sondern alle Mitarbeiter der Verwaltung müssen dahinter stehen und können dann für ihre eigenen Bereiche eben auch das Fach-Know-how dieser Fachkräfte zurückgreifen. Machen Sie sich einen jährlichen Aktionsplan, einmal für die Aufgaben für die Verwaltung, also um die Verwaltung klimaneutral zu machen, aber das gilt ja auch für alle anderen Projekte, die Sie haben im Klimaschutz. Ein gutes und bewährtes Instrument ist dabei der European Energy Award, in dem diese kontinuierliche Entwicklung von Maßnahmen und Plänen und dem Controlling ja als Schwerpunkt gehandhabt wird. Schaffen Sie sich auch Kennzahlen, an denen Sie die Fortschritte, die Sie machen bei der klimaneutralen Verwaltung, messen können. Können Sie zum Beispiel auch einen jährlichen kleinen Fortschrittsbericht machen und einen Klimaschutzbericht, was Sie gemacht haben, was Sie vorhaben, und diesen Klimaschutzbericht dann öffentlich oder in der Gemeinderatssitzung durcharbeiten und öffentlich machen. Ist eine Zwischenfrage, Thomas. Ja. Die passen nämlich jetzt gerade, weil es eben auch hier um den European Energy Award geht. Also die Frage ist, warum man sich nicht grundsätzlich an den EEA anlehnt und alle 2 Jahre einen internen Bericht und alle 4 Jahre einen externen Bericht beispielsweise macht, weil doch ansonsten der Aufwand sehr hoch würde. Ja, wenn Sie den European Energy Award machen, dann haben Sie praktisch alle Unterlagen, die Sie brauchen zur Zertifizierung. Man kann jetzt sagen, okay, wir sind ja schon zertifiziert im European Energy Award, aber der ist eben ganz allgemein und nicht für die klimaneutrale Verwaltung. Also ein neues Instrument wäre die Zertifizierung auf einfache Art für die klimaneutrale Verwaltung. Aber das ist parallel und das können Sie natürlich machen, wie Sie das gerne machen wollen. Hauptsache, Sie haben Ziele, Sie haben Maßnahmenpläne und Sie kommen diesen Verpflichtungen nach. Wenn wir schon dabei sind hier bei der internen Organisation, wir haben ja gesagt, wir haben eine Klimaschutzmanagerin, wir haben diese Fachkraft für die kommunale Verwaltung, aber ein großer Bereich ist natürlich der Bereich der Liegenschaften. Schauen Sie nach, ob Sie hier vielleicht noch Verstärkung brauchen, um in diesem wichtigen Bereich die Maßnahmen durchziehen zu können. Sie wissen ja, dass die Energiemanager praktisch die Kosten, die Personalkosten durch direkte Energiekosteneinsparungen reinholen. Also die Person, die Sie hier beschäftigen, ist quasi kostenneutral oder kann sogar noch Kosten einsparen helfen. Sie stehen natürlich nicht alleine da als eine Kommune. Greifen Sie auf andere Organisationen zu. Sprechen Sie mit den Nachbarkommunen, sprechen Sie mit der Energieagentur, schalten Sie uns ein, wenn Sie Dinge wissen wollen. Es gibt genügend Beispiele, auf die Sie zurückgreifen können. Sie müssen als Kommune den Klimaschutz nicht neu erfinden. Jetzt haben wir natürlich eine große Anzahl von Mitarbeitern auch ergänzt und aufgebaut. Es geht ja nicht nur darum, dass die Kommunalverwaltung klimaneutral wird, sondern dass die Gesamtkommune klimaneutral wird. Ich sehe das immer so, dass unter dem Dach, sage ich mal, der energetisch optimierten Stadtentwicklung viele Dinge laufen, die sich für die Verwaltung, aber auch für die Gesamtkommune tun können. Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit Energiebilanz, Potenzialanalyse für Erneuerbare und Energieeinsparung und Zielvereinbarung ist so ein Instrument, das man einbinden kann in die Aufgaben der Stadtentwicklung. Da gibt es ja immer Dinge zu tun. Es gibt Missstände in den Quartieren, die man beheben muss aus anderen Gründen. Verknüpfen Sie das auf jeden Fall mit Klimaschutzmaßnahmen. Genauso gibt es auch jetzt im neuen Klimaschutzgesetz den Wärmeplan. Der ist verpflichtend für 103 größere Kommunen ab 20.000 Einwohner. Aber auch für kleinere Kommunen ist das durchaus sinnvoll, mal strategisch zu denken, wie bauen wir die Energiewende in den Kommunen ein. Und sich konkrete Ziele setzen, hier unten dieser kleinen Grafik so als
eine Möglichkeit, hier aus dem Stadtgebiet herausgehend in den nächsten Jahren die Wärmeversorgung mit Wärmenetzen auszubauen, dass auch die Bürger, die sich ja auch ihre Energieversorgung ändern müssen, hier anschließen können zum Beispiel. Also dieser Wärmeplan ist sehr interessant und wichtig für die kommunale, für den kommunalen Klimaschutz. Umsetzung erfolgt dann eben in Quartierskonzepten, wo sie ganz genau schauen, wie die Situation ist und wie sie vorankommen können. Dafür brauchen sie natürlich auch viel Beratungskapazität. Sie müssen die Bürger hier mitnehmen und die Quartierskonzepte durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Im Detail sind das dann auch energetisch optimierte Bebauungspläne, die sie erarbeiten. Auch da können sie natürlich zurückgreifen auf ihre Klimaschutzmanagerinnen, die ihnen da Unterstützung liefern, zum üblichen Personal in diesem Bereich Klimaschutz dann in die Bebauungspläne mit hineinbringen und ihr Fachwissen einbringen. Wir werden für den Klimaschutz zukünftig tatsächlich auf mehr Freiflächen brauchen für thermische Anlagen und für PV-Anlagen, die dann hier in der Nähe der Siedlungsbereiche untergebracht werden müssen. Auch dafür schlagen wir vor, dass sie sich das Personal zunutze machen und Konzepte für Freiflächen und Mobilitätskonzepte entwickeln. Insgesamt verstärken sie die Öffentlichkeitsarbeit und die Bürgerbeteiligung, um zur klimaneutralen Verwaltung und zur klimaneutralen Kommune zu werden. Damit bin ich, glaube ich, am Ende meines Vortrags und wir hätten noch genügend Zeit für Diskussion und Fragen. Ja, dann schalte ich mich wieder zu. Ich fange mal von hinten an. Also wichtigste Frage, Sie können die Folien auch abschließend bekommen über unsere Seite. Da schickt Ihnen vielleicht noch unsere Kollegin im Off gleich einen Link, die hier alles überwacht, die Frau Schuler. Jetzt geht es zum Beispiel um das Thema, wie kann man das denn angehen, das Ganze, wenn man aktuell gerade die freiwilligen Aufgaben innerhalb der Kommune runterfährt, in Anführungsstrichen, und auch vielleicht Stellen abbaut. Was gibt es da für Unterstützung? Was kann man da tun? Ich hatte es ja schon gesagt, die Fördermöglichkeiten werden eigentlich weitgehend ausgebaut. Es ist in vielen Kommunen sogar so, dass die Fördermöglichkeiten so hoch sind, dass gar nicht alle Mittel abgerufen werden können, wenn man nicht genügend Personal hat, die Mittel auch umzusetzen, die Projekte umzusetzen. Also gerade jetzt wäre es wichtig, dass Sie Ihr Personal im Bereich Klimaschutz nicht abbauen, sondern da noch hineinspringen. Es ist ja auch so, dass die Maßnahmen für den Klimaschutz auch regionale Wertschöpfung beinhalten, dass Sie, wenn Sie auf Erneuerbare umstellen, weniger Ausgaben haben für fossile Energien und das dann abfließt irgendwohin. Es gibt ja lokale erneuerbare Energien, die Sie fördern können mit diesen Mitteln. Also Klimaschutz ist auch Wertschöpfung und wir können es uns gar nicht leisten, Klimaschutz nicht zu betreiben. Es wird viel teurer, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, als wenn wir jetzt möglichst versuchen, dieses Klimaschutzziel einigermaßen einzuhalten. Ja, danke schön. Ich habe gerade den Link auf unsere Klimaschutz-Konkret-Online-Seite habe ich Ihnen eingestellt. Da können Sie auch frühere Veranstaltungen sich anschauen. Und da gibt es auch, wenn die Veranstaltungen in unserem YouTube-Kanal sind, können Sie die dort auch nachschauen, nochmal anschauen. Aber wir kommen noch zu weiteren Fragen. Und zwar, kann man voraussichtlich einen Klimaschutzmanager und einen Beauftragten für klimaneutrale Verwaltung fördern lassen? Beides parallel. Jawohl. Kann das man. Kann man, ja. Gut, kurze Antwort, schön. Gibt es ähnlich wie bei Ökostrom auch eine Bewertung für den qualitativ hochwertigen und anrechenbaren Bezug von Biogas? Da haben wir noch nicht im Detail drüber nachgedacht. Die Regeln würde ich aber genauso übertragbar halten vom Strom auf das Gas. Natürlich wird Biogas ja heutzutage im Wesentlichen aus erneuerbaren Quellen produziert. Natürlich gibt es Unterschiede in den Anlagen. Manche Anlagen werden sauber gefahren und haben keine Methanleckagen. Manche Anlagen haben höhere Methanleckagen. Also ganz so einfach ist das nicht, aber
die Voraussetzungen für ein Greenwashing sind dort nicht so gegeben, wenn sie sich auf lokale Anlagen beziehen. Natürlich, wenn Sie ein Angebot wahrnehmen von Stadtwerken oder von anderen Anbietern, auch da würde ich vorschlagen, fragen Sie genau nach, wie dieses grüne Gas erzeugt wird und handeln Sie dementsprechend, wenn Sie meinen, dass dort nicht sauber gearbeitet wird, dass Sie dort dann nicht zugreifen, sondern ein höher qualitätstief, höherwertiges Produkt nachfragen. Genau, eine Teilnehmerin hat jetzt auch schon darauf hingewiesen, es gibt auch die Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung. Ja, natürlich. Da gehen wir auch in einem separaten Webinar noch drauf ein. Sind Informationen für kommunale Gremien verfügbar? Steht hier eine Frage. Wir haben Unterlagen auf unserer Internetseite verfügbar. Die stammen zum Teil aus dem Projekt Coaching kommunaler Klimaschutz, das vom IFOI entwickelt wurde. Vielleicht kommt hier kurz der Herr Bieber rein und gibt dort den Hinweis, wo die Seiten liegen. Ich habe es nicht ganz griffbereit im Augenblick. Mhm. Aber schauen Sie unter Coaching kommunaler Klimaschutz und beim IFOI nach, wo Sie vielleicht Unterlagen finden. Wie können wir die Gemeinderäte informieren? Wir haben auch mal ein Webinar gehalten vor einiger Zeit, das genau darauf einging. Diese Folien könnten wir Ihnen auch noch mal bereitstellen, wenn Sie uns eine entsprechende E-Mail schicken. Das ist ein Foliensatz, den ich auch gehalten habe. Und das sind dann Unterlagen, die Sie an Gemeinderäte weitergeben können. Okay, danke schön. Ja, soweit ich jetzt sehe, sind aktuell keine Fragen mehr vorhanden. Wissen Sie von Kommunen, die schon sehr weit sind in Richtung Klimaneutralität? Also gibt es Best-Practice-Beispiele? Kann man die bei uns vielleicht nachlesen, nachsehen? Wir haben dort noch keine Best-Practice-Dinge vorrätig. Es ist auch noch ein junges Thema, das kam ja auf. Der Notfall, der Klimanotstand war ja vor entsprechend der Fridays for Future Entwicklung Kampagnen kam ja dann plötzlich der Klimanotstand auf, wo sich Kommunen zunächst mal mit dem Thema beschäftigt haben. Und diese Definition, die wir jetzt hier nachgeschoben haben, ist auch ein Ausfluss dieser Geschichte, dass wir sagen, wir brauchen dort dafür eine einigermaßen verlässliche Definition, die auch dann trägt im Vergleich zwischen den Kommunen. Aber wir sind alle noch auf dem Weg zur klimaneutralen Verwaltung. Die üblichen Verdächtigen preschen ja vor. Schauen Sie sich mal an, was Tübingen, Konstanz, Offenburg in den letzten Jahren getan hat für den Klimaschutz und die auch dann das Thema klimaneutrale Verwaltung mit großen Schritten angehen wollen. Da ist aber, wie gesagt, nicht immer ganz klar, wie dieser Strombezug dann berechnet wird. Es ist wirklich relativ einfach, klimaneutral zu werden, wenn man irgendeinen Ökostrom irgendwo einkauft, ohne Qualitätsmerkmale zu berücksichtigen, dann kommt man relativ schnell voran. Aber wir wollen das ja gerade nicht. Wir wollen kein Greenwashing. Wir wollen wirklich am Ende 2040 die Beiträge konkret erreicht haben und nicht in irgendwelchen Schwellenländern oder dass zum Beispiel der Windkraftstrom aus Finnland in der finnischen Bilanz steht und in unserer Bilanz steht. Also ganz klar, diese strengen Regeln einhalten und sich nicht was vormachen bei den Planungen für die klimaneutrale Verwaltung. Ja, danke schön. Ja, ich bedanke mich schon mal bei dir, Thomas, für die vielen interessanten Informationen. Und auch schon mal für Sie, bei Ihnen allen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für den aktiven Chat. Sie haben auch sich untereinander Tipps und Antworten schon gegeben. Ich würde Ihnen jetzt gerne noch zeigen, ganz zum Schluss, was wir noch vorhaben für weitere Seminare in der Reihe Klimaschutz konkret online. Da geht es in der Hauptsache in den nächsten wenigen Monaten um die Novelle des baden-württembergischen Klimaschutzgesetzes. Da wird am 1. Dezember der Herr Dr. Kienzle, unser Geschäftsführer, mal einen Überblick über die wichtigsten Änderungen geben. Und eine Woche später, schon am 8. Dezember, wird Dr. Max Peters vom Kompetenzzentrum Wärmewende, der Leiter des Kompetenzzentrums,
wird über die kommunale Wärmewende sprechen. Alles, was Sie jetzt dazu wissen müssen. Am 12. Januar folgt dann der Herr Greiser, Leiter des Kompetenzzentrums Energiemanagement, und spricht über den Paragraphen 7b des Klimaschutzgesetzes, Erfassung des Energieverbrauchs. Also viele interessante Themen. Und es geht auch im Februar und März voraussichtlich noch weiter mit dieser Reihe zum Klimaschutzgesetz. Also bleiben Sie dran. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei allen und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke, Thomas, nochmal. Das war ein echt interessanter Vortrag. Ich wusste auch noch nicht alles. Natürlich nicht. Schön. Und kommen Sie wieder. Wir freuen uns, wenn Sie bei den nächsten Malen wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.